Zeit in der Chaosstube für die kleinen Kitten aus dem Mörser Tierheim. Sie gehören zu den etwa 800 Schützlingen, die das Tierheimteam jährlich aufnimmt. 800 Schicksale, die alle entsprechend ihrer Bedürfnisse betreut, behandelt und umsorgt werden müssen. In Corona-Zeiten eine echte Herausforderung für den ersten Vorsitzenden des Tierschutzvereins Peter Kuhnen und sein Team. Das geht auch an den Tieren nicht spurlos vorbei. Zum Ersten dadurch, dass wir unsere ehrenamtlichen Helfer und Katzenkuschler, Gassigeher nicht ins Tierheim lassen konnten, einfach aus Hygienegründen. Zum Zweiten haben sich die Mitarbeiter in zwei Teams aufgeteilt, sodass keine Ansteckungsgefahr gegeben war und die Teams unabhängig voneinander arbeiten konnten. Was unter anderem auch bedeutet hat, dass für jedes einzelne Tier weniger Zeit zur Verfügung steht. Das, was die Ehrenamtlichen gemacht haben, Katzenkuscheln oder auch Gassi gehen, haben die Mitarbeiter zusätzlich zu ihrer normalen Arbeit, mit der sie ja eh schon 8 Stunden am Tag ausgelastet sind, noch leisten müssen. Da hat natürlich jedes einzelne Tier drunter gelitten, ganz klar. Das Wohl der Tiere steht für die Tierschützer an erster Stelle. Groß ist deshalb die Sorge vor einer zweiten Pandemiewelle und einer möglichen Quarantäne. Deswegen haben wir uns auch ausgedacht, also wenn es dazu kommen sollte und ein Team sich ansteckt, dass wir dann eine mögliche Quarantäne 14 Tage hier verbringen können. Wir haben extra Betten angeschafft, wir haben hier das Wohnhaus, unsere Geschäftsstelle ist wie ein Wohnhaus, da ist ein Badezimmer drin, da ist eine Küche drin, da können die sich selbst versorgen. Also da haben sich einige Mitarbeiter sofort bereit erklärt, wir machen die Quarantäne dann hier. Eine zweite Welle wäre auch aus finanzieller Sicht fatal für das Tierheim. Bereits jetzt können die Kosten aufgrund der Corona-Einschränkungen kaum noch gedeckt werden. Wir haben kein Fest bisher gehabt dieses Jahr, wo wir hätten Einnahmen generieren können. Unser Frühjahrsfest ist ausgefallen, unser Sommerfest ist ausgefallen. Wahrscheinlich wird unsere Tierweihnacht im Herbst auch noch ausfallen. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Und dann gehen uns natürlich jede Menge Spenden verloren und unsere Einnahmen, die wir darüber generieren. Zusätzlich haben wir keinen Besucherverkehr, jedenfalls nicht den Laufverkehr, den wir sonst haben, sodass die spontanen Besucher, die auch dann schon mal ins Spendenlädchen gehen, was erwerben oder auch bei uns im Büro in unsere Spendenbox was reinstecken, die sind natürlich auch nicht da. Für den gemeinnützigen Verein, der sich zum größten Teil aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Zuwendungen finanziert, ist das besonders tragisch. Not macht jedoch erfinderisch. Vor dem Tor des Tierheims steht nun ein Spendenmobil. Sachspenden wie Tierfutter, Decken oder Reinigungsmittel können hier kostenlos hineingelegt werden. Das kommt bei den Tierfreunden gut an. Direkt am ersten Tag haben wir das 3-mal leer machen müssen, weil es einfach nur voll war. Also das ist super gut angekommen, wir nehmen das gerne an. Die Krönung war so in dem einen oder anderen war dann auch so eine kleine Nervennahrung für die Mitarbeiter dabei. Nochmal herzlichen Dank an alle Spender. Tierschutz in Corona-Zeiten ist eine emotionale und finanzielle Herausforderung. Gerade jetzt sind die Tierschützer auf jede Art der Unterstützung angewiesen. Jeder Euro, jeder Dank und jede Bestärkung an die Tierschutzhelden zählt in dieser schweren Zeit.